Aber ich halte überhaupt nichts von Andreas Babler. Dieser Mann ist gefährlich. Der ist gefährlich. Wir sind hier im Burgenland, in der Grenzregion, aufgewachsen. Wir wissen, was es heißt, einen eisernen Vorhang zu haben. Wenn wir rübergefahren sind nach Ungarn, war ein beklemmendes Gefühl da. Und dieser Andreas Babler will uns in den Kommunismus zurückführen. Er verehrt Marx. Murks Marx. Wir wollen keinen Kommunismus. Und bitte denkt einmal drüber nach, als die Mauer gefallen ist, danke Gorbatschow, als die Mauer gefallen ist, wohin sind die Menschen geflüchtet? In den Osten oder in den freien Westen? Sie sind in den Westen geflüchtet und deswegen brauchen wir keine Politik des Kommunismus in Österreich. Wir wollen diesen Andreas Babler nicht und wir müssten ihn zurücksenden nach Dreiskirchen, wo er hergekommen ist. Und ich hoffe wirklich, dass dieser Mensch niemals in Österreich in irgendeiner Form Verantwortung tragen wird. Kommunismus ist tot. Kommunismus ist tot und einschränkend und gefährlich und zerstört unser Land.